Hallöchen, meine lieben Damen und Herren, Freunde der Nacht, Freunde des Tages. Heute sind wir natürlich wieder mal in meinem wunderschönen Schlafzimmer vereinigt, sozusagen. Und heute sind wir mit einem wunderschönen Gast hier, und zwar mit dem liebsten Gertinus der Fünfte. Wie geht es Ihnen denn, Gertinus? Hä? Gertinus, wie geht's Ihnen? Also mir geht's auf jeden Fall sehr gut. Ich bin der Gertinus. Nein, Mann, Alter, ich habe gar keine Ahnung, wie ich Gertinus nachmachen soll. Aber deswegen hören wir jetzt auch gleich einfach mal auf hier mit dem ganzen Zeug hier und fangen doch gleich mal an, hier die neueste Adventure Map zu spielen, denn mir wurde mal wieder eine Adventure Map eingefügt und wundert euch bitte nicht, wieso da so komische Zahlen drin stehen, denn ich habe gerade eben aus Versehen einen Screenshot gemacht. Da seht ihr übrigens auch das Datum. Ich musste mich auch übrigens hierher teleportieren, weil das mir der Map-Ersteller so geschrieben hat. Ich habe also nicht gecheatet, keine Angst. So, also der Map-Ersteller hat gesagt, hier geht es um eine Map, hier muss man ganz viel machen und die Map war auch riesengroß und er hat gesagt, die ist schwer, Mama. Und angeblich soll das hier alles voll mit Redstone-Mechanismen sein und wir sehen da hinten schon irgendwas so rumdüdeln und wir haben auch gerade eben schon einen kleinen Schneefall und wir sind in unserer kleinen Hütte hier vereinigt und da geht's eine Treppe hoch. Ich habe die Map selber noch gar nicht gespielt und ich frage mich, wieso ich nirgendwo reingelassen werde. Guck mal, hier darf ich nicht raus, da darf ich nicht hoch. Wieso denn nicht? Hallo, Map-Ersteller, kannst du mir nicht sagen, wieso? Die Kiste kann ich auch nicht nehmen. Guck, hier der Beweis, hört zu, wie ich auf meine Maus klicke. Seht ihr, geht nicht. Naja, jedenfalls müssen wir wahrscheinlich hier noch irgendwas hier rausnehmen, da im Crafting Table ist nichts. Jetzt bin ich aber auf jeden Fall enttäuscht, weil das ist ja hier eine Chain-Dings-Rüstung. Das ist, ja, wie soll ich sagen, ist halt eben nicht so gut. Ja, erstens sieht halt eben nicht so Bombe aus und zweitens, das ist keine Lidl-Rüstung. Ist natürlich jetzt vom Nachteil, aber es ist keine Lidl-Map angeblich. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. So, haben wir hier ein paar Steak-Arenos, Valentinos, ein paar Arrows. Die gönnen wir uns natürlich alle. Die Cobwebs mag ich nicht, weil Flo mich die ganze Zeit den Spellstorm mit diesen Cobwebs vollschmeißt, ja. Weil er versucht, einen auf Minecraft-Survival-Games-Profi zu machen. Deswegen mag ich das nicht. Cobwebs waren noch nie so eine Sache, die mir gefallen haben. Dann haben wir hier noch ein paar Schwert-Arenos und die Cobwebs, die lassen wir liegen. So, wir haben einmal hier ein Ritterschwert mit Sharpness 1 und ein Höllenschwert mit Fire Aspect. Okay, da können wir wahrscheinlich jetzt mal gucken. Da können wir so ein paar Kombos raushauen als Minecraft Survival Games Profis. Und natürlich der MLG-Bogen darf natürlich auch nicht fehlen. So muss das sein in der Welt der MLGs. Und natürlich haben wir hier die Story. So, du bist Klaus. Du wachst nun hier auf und fragst dich, was dieses laute Geräusch war. Es war ein Riesenknall. Boom! Du willst nun zum Magier gehen, um ihn zu fragen, was das war. Mach dich auf den Weg. Beeil dich, folge dem Licht, es wird dich leiten. Tipp, hast du die Rüstung angezogen? Hast du die Rüstung angezogen? Natürlich habe ich die Rüstung angezogen. Ach, jetzt darf ich hier auch raus. Vielen Dank, wunderschönes Haus. Ich schaue mir mal das Haus so ein bisschen von außen an. Also hier bin ich auf jeden Fall gespawnt letztes Mal. Und ich, okay, hier darf ich natürlich auch schon nicht hin. Weißt du was, hier ist ja sowieso alles vorgegeben. Also YOLO Capolo. Er hat gesagt, das Licht wird mich führen und da lang geht auf jeden Fall nicht das Licht, merke ich gerade. Und außerdem ist hier der Schneefall, ja. Der Schneefall hat hier aufgehört. Das heißt, der Schnee hat überall Bock rumzuschneien, außer hier auf dem Weg, ne? Ist halt eben so eine Tatsache. So, wir müssen natürlich zum Magierturm. Zu Olafs Haus dürfen wir noch nicht, weil da ja noch kein Licht da ist. Und der Wegweiser zeigt uns den Magierturm, ja? Der Magierturm zeigt uns sozusagen, tatsächlich, wir haben hier diese Lichtteile. Ich bin jetzt aber gerade nicht so ganz sicher, was würde denn jetzt eigentlich passieren, wenn ich da reinfallen würde? Dann wäre ja eigentlich sozusagen die Adventure Map vorbei, oder? Weil nach dem Sinne, wenn er jetzt irgendwie damit gearbeitet hätte, mit solchen Teilen und ich da reinfallen würde, dann wäre ja eigentlich schon GG World Play, ja? So, zum Magierturm geht's also da lang. Okay, gut, dann gehen wir jetzt einfach mal zum Magierturm. Ist natürlich sehr nett vom Magierturm erstmal ein wunderschönes Labyrinth hier hinzumachen. Wer sich auf jeden Fall auf seinen Weg nach Hause ein Labyrinth baut, ne, ist so ein Teil, was für einen sozusagen selber, jedem selber gestellt ist, ne, wer das macht, hat wahrscheinlich viel Spaß in seinem Leben, aber ich persönlich mag ja keine Labyrinthe, weil die nach einer Zeit einfach mega langweilig werden, deswegen hoffe ich einfach, dass ich es geschafft habe, Mama. Die Pfeile jetzt zeigen persönlich jetzt nach dahin, weshalb die jetzt nach dahin zeigen, hä, kann ich nicht einfach, warte mal, was machst du, Schild, wenn ich einfach geradeaus gehe? Achso, ja, ganz vergessen, natürlich. Also, guck mal, die Pfeile zeigen an. Ja, du musst da lang gehen, weil hier lang ist unmöglich. Okay, gut, ich verstehe. Gehen wir halt eben hier lang. So, dann haben wir hier das nächste Schild. Da steht Magierturm. Gut, dann muss ich wahrscheinlich hier rein, oder? Turm der Prüfungen, Turm der Prüfungen. Aber das Schild zeigt, dass der Magierturm da hinten ist. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen Way Downtown nehmen. Und da hinten sehen wir auch schon ein bisschen Licht. Aber hier sind schon die ersten Walle aufgebaut, wo ich anscheinend nicht weiterlaufen kann. Sehr geiles Teil.
Teil. Problem ist aber, wir haben hier nur den Turm der Prüfung da, ja? Was soll ich denn hier machen? Wo soll ich denn lang gehen? Das ist der Turm der Prüfung. Ich muss aber zum Turm der Magier. Wie komme ich zum Turm der Magier? Hallo, Mama! Mama? Ey, komm, das kannst du doch nicht erzählen. Okay, gut, dann laufen wir jetzt hier lang. Überall komische, unsichtbare Wände. Hä? Wo ist hier der Magier? Bist du der Magierturm? Hallo? Jump'n'Run. Okay, gut, wir gehen einfach mal davon aus, dass der Map-Aussteller von mir will, dass ich jetzt in den Turm der Prüfung auf einmal reingehe, ja? Nicht so... Warte mal, da stand doch gerade eben... Hier, Magierturm. Okay, muss wahrscheinlich der hier sein, weil einen anderen Turm kann ich mir gerade eben nicht vorstellen. Warte mal, sieht man von der Ferne irgendwie irgendwas? Oder irgendwie so ein bisschen mindestens? Nö. Also, wie es aussieht, ist für mich dieser Magierturm der hier. Keine Ahnung, was der Mapersteller jetzt meint. Hier, Turm der Prüfung. Okay, Turm der Prüfung. Heißt er halt eben ab jetzt Turm der Prüfung, nicht mehr Turm der Magier. Hat sich halt eben der Mapersteller jetzt gedacht, ja gut, ne? Also, da kann man natürlich mal ein bisschen was ändern. Was haben wir hier? Sprung ist schaffbar. Auf jeden Fall. Ich habe ihn ja geschafft. Easy peasy, lemon squeezy. Jump'n'Run 2 auf komischen Bücherregalen. Ich persönlich bin halt eben nicht so der Fan von Jump'n'Runs. Deswegen, ne? Also, die meisten Leute wissen das oft natürlich. Da haben wir schon eine Leiter am Start. Das heißt, wir müssen jetzt hier drauf springen. Easy peasy lemon squeezy. Müssen wir hier drauf springen. Oh Mann, jetzt müssen wir hier so einen kleinen Kopfsprung machen. Hier wahrscheinlich auch nochmal, um hier hochzukommen. So, und dann steht hier Fight. Gegen wen soll ich denn hier fighten? Hallo? Hallo? Warte mal, hier im Buch stand doch drin, du wachst auf, bla bla bla, mach dich auf den Weg. Warte mal, es war ein Riesenboom. Folge dem Licht, es wird dich leiten. Tipp, hast du die Rüstung angezogen? Ja, habe ich. Und gegen wen soll ich denn hier oben bitteschön kämpfen? Hallo? Gibt das hier überhaupt einen Sinn? Ich würde sehr gerne... Warte mal, gibt es hier irgendwo einen Knopf? Ah, da, tatsächlich, ein Knopf. Oh, kämpft? Gegen wen denn? Hallo? Mein Name ist Roman und ich würde gerne weitermachen. Tür ist offen. Okay, cool. GG, well played. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich tatsächlich alles richtig mache. Aber hier haben wir noch einen Knopf. Den müssen wir wahrscheinlich seid gegrüßt, Klaus. Ich habe dich erwartet. Du fragst dich, was dieses laute Geräusch war? Das war ich. Ich wollte den Nachtfluch von dir nehmen, aber ich habe mich versprochen. Und dann habe ich einen Boss beschwert. Das wollte ich nicht. Weil ich ihn erschaffen habe, kann ich ihn nicht wegzaubern. Kannst du mir helfen? Neue Aufgabe. Geh auf den Dachboden. What the fish? Auf welchen Dachboden? War ich da nicht gerade eben noch? What the fish? Warte mal, da stand gerade eben hier Magierturm, ne? Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht, ja? Warte mal, der Schnee wird mich, glaube ich, leiten können. Also hier haben wir überall Schnee, Schnee, Schnee. Ja, dann haben wir hier wieder keinen Schnee. Ich glaube, der hat einfach nur außen rum gebaut, dass man hier außen rumlaufen kann. Aber anscheinend müssen wir wahrscheinlich... Hä? Müssen wir jetzt nochmal hier hochspringen? What the fish? Warte mal, Sprung ist schaffbar. Okay, ein Problem ist jetzt aber... Was, das ergibt doch gar keinen Sinn. Was hat der Mapersteller hier gebaut? Hä? Warte mal, das heißt, wir müssen jetzt zweimal da hochklettern. Weil das ist doch der Dachboden, oder? Der Dachboden ist ja meistens immer dort, wo das Dach ist und der Boden, oder? Irgendwie so war das. Sprung ist schaffbar. Alle Sprünge sind schaffbar wahrscheinlich, ne? So, jetzt sind wir nochmal auf dem Dachboden. Fight. Hä, muss ich jetzt hier nochmal den Knopf drücken? Nö, der Knopf ist weg. Hä? Auf welchen Dachboden? Und wieso werde ich andauernd runter teleportiert? Und wieso hast du so einen komischen Kopf? Und warte mal. Hä? Warte, nochmal drücken. Sei gegrüßt, Klaus. Ich habe dich erwartet. Nein, nicht nochmal den gleichen Text, Mama, bitte. Hä? Was ist das denn für ein Schrott, lol? Geh zum Dachboden. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich wieder zurückgehen. Alter Vater, das ist ja mal die unübersichtlichste Map, die ich jemals gespielt habe. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier wieder zurücklaufen oder sowas in der Art. Richtig schlimm, Alter. Hä? Der Dachboden, ja? Der Dachboden ist der Dings. Der ist ja auf dem Dach, ne? Versteht sich von selbst, glaube ich. Warte mal, wir müssen jetzt einfach mal hier langlaufen und schauen einfach mal, was der Typ hier weiterhin noch gebaut hat, ja? Also wir haben hier nochmal ein wunderschönes Labyrinth, wo wir durchlaufen können. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass wir auf der richtigen Version spielen. Weil er hat mir geschrieben, ja, das ist auf der 1.8 spielbar, Mama. Und wir spielen das jetzt auf der 1.8, Mama. Aber irgendwie will diese Map nicht funktionieren, ja. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich zu einem Turm oder sowas in der Art. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal den Magier besucht. Ich würde jetzt wahrscheinlich dafür... ich verstehe jetzt, was er meint. Geh auf den Dachboden. Lol, wir müssen jetzt zurücklaufen zu unserem Haus und die Kiste da öffnen. Weil auf unserem Dachboden vorher war ja alles zu. So, so war das. Jetzt ist wahrscheinlich hier
offen. Aha, das heißt, wir können jetzt hier unsere Aufgabe nehmen. Und einen Schlüssel haben wir auch noch gleich dabei. Und hier steht jetzt, geh nun zu Olaf, nimm den Schalter mit. Vor der Tür findest du eine Infotafel. Aha, so meint er das. Er kann ruhig schreiben, dass ich auf den Dachboden von meinem Zuhause gehen soll. Und nicht einfach, geh auf Dachboden, nee. Und dann denke ich mir, ja, welcher Dachboden, bitteschön. Weißt du, das ergibt doch alles keinen Sinn. Und deswegen, meine Freunde, schreibt mir doch bitte, unter welchen Dachboden ich gehen muss. Oh, da hinten haben wir, glaube ich, einen Knopf gehabt. Habe ich? Nee, war doch kein Knopf. Und der Typ hat mir geschrieben, es soll eigentlich relativ viele Dings geben, Secrets und so ein Zeugs, aber leider achte ich nicht so viel darauf. Keine Ahnung, ich finde die nämlich nicht. So, da haben wir hier wahrscheinlich Olafs Haus. Da sehen wir so das erste Mal Olaf sein Haus. Richtig krass, Alter. Eigentlich hat Olaf ja noch nie ein Haus gehabt, aber es scheint ja sehr interessant auszusehen. Außerdem hat er mir ja geschrieben, dass irgendwie vor dem Haus eine Infotafel steht. Die Infotafel habe ich bis heute aber immer noch nicht gefunden, ne? Das ist natürlich was sehr Interessantes. Außerdem, was ist denn das da hinten? Das sieht mir relativ interessant aus. Warte mal, kann man da hinlaufen? Ich glaube, da ist sogar eine Tür, kann das sein? Irgendwas Besonderes hier drin? Hallo? Hallo, mein Name ist Roman. Guck mal, hier ist Redstone, tatsächlich. Hallo? Secret, Höhlenforscher. Ja, yeah, Höhlenforscher gefunden. Oh, jetzt habe ich ein Secret gefunden. Hoho, seht ihr, Leute? Ich bin Minecraft Survival Games Profi. Seht ihr? Immer die Augen, Ohren und die Augen, Ohren halten. Nein, die Augen offen halten. Das habe ich gemeint. So, jedenfalls gehen wir jetzt erstmal zum guten alten Olaf nach Hause. Glück des Heilen, Glück allein. Irgendwie sowas war das auf jeden Fall. Jedenfalls bin ich mir sicher, dass die Map schon ein bisschen gebuggt hat. Einfach aus dem Grund, weil er wahrscheinlich wollte, dass bei Magier ein Boss spawnt. Und hier haben wir... Das ist nicht Olaf. Das ist nicht Olaf. Das ist doch nicht Olaf. Ich mein, das können wir doch nicht machen. Warte mal, was ist hier drin? Nichts da, den Knopf drücken. Hallo, was machst du denn hier? Ich brauche deine Hilfe. Der Magier hat einen Boss beschwert und ich soll ihn töten. Kannst du mir dabei helfen? Ich werde dir helfen, aber zuerst geh in meinen Geheimkeller und hol dir bessere Ausrüstung. Platziere den Schalter, um in den geheimen Keller zu kommen. Ah, ich soll jetzt wahrscheinlich den Schalter... Ah, okay, gut, das ergibt natürlich Sinn. Platziere den Schalter, um in den geheimen Keller zu kommen. Wahrscheinlich müssen wir den Schalter ja hierhin platzieren. Ergibt natürlich jetzt alles einen Sinn, aber man muss tatsächlich sagen, er gibt halt nicht genaue Anweisungen, sondern lässt mich tatsächlich ein bisschen mit meinem Kopf nachdenken. Hier können wir wahrscheinlich noch verzaubern, hätten wir ein paar Level und sowas übrig. Wah, aua, lol, jetzt können wir hier jumpen und so ein Zeug. Hui, warte mal, jetzt müssen wir hier irgendwie den Schlüssel kurz betätigen, damit wir hier reinkommen. So, das ist also der geheime Keller von ihm und er hat gesagt, ich werde dir helfen, aber geh zuerst in meinen geheimen Keller und hol dir bessere Ausrüstung. Okay. Das heißt, hier haben wir was nochmal? Hier haben wir einen Knopf. Was passiert hier? Gar nichts. Okay, cool. Ich liebe Knöpfe, die nichts machen. Das sind natürlich die witzigsten Knöpfe, die es so gibt. Dann haben wir hier einen wunderschönen Zombie-Kopf. Erinnert mich leicht an andere Menschen. Und mein Skype ist noch an. Das heißt, wir müssen uns kurz muten, damit da jetzt keine Nachrichten mehr reinkommen. So, und dann müssen wir hier nochmal eine wunderschöne Kiste öffnen, die irgendwie auch versteckt ist. Der Magier teleportiert dich gleich. What the fish? Ich habe mir noch gar nichts angesehen. Nein! Ich will nicht zum Magier. What the fish? Wer bist du? Lol, bist du der Magier, den ich von Anfang an nicht gesehen habe? Kann das sein? Ich glaube, ich habe die Story falsch gespielt. Naja, egal, ich bin halt eben ein Roman. So, der Boss in der Arena, wir müssen, was? Der Boss ist in der Arena, wir müssen ihn besiegen. Wenn wir ihn bezwingen, retten wir die Welt. Aber wie wollen wir das schaffen? Er ist viel zu mächtig für uns. Wir werden das schon schaffen. Baue alle Spawner in der Arena ab. Okay, das sind natürlich die besten Dings. Nimm mich? Okay, gut, das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal alle mit, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts in seinem Leben, außer, wie soll ich sagen, 26 Papier. Ist halt mal eine Sache, die man halt eben benötigt, ne? Ich würde mal sagen, wir ziehen uns mal hier die bessere Rüstung an, die wir uns von Dings gesnackt haben. Von dem guten alten Friend Olaf, der eigentlich gar nicht aussieht wie Olaf. Das war so ein Fake-Olaf. Alter Vater, was ist das denn, bitteschön? Und wieso kommen hier die ganze Zeit irgendwelche Silberfische her? Mama! Warte mal, wir müssen jetzt erstmal hier die Diamond Pickaxe nehmen. Bitte, Silberfische. Ich würde mich tatsächlich bedanken, wenn sie sich verbieseln würden. Nein, ich wollte nicht diese Steine aufmachen. Warte mal, was haben wir erstmal in dieser Kiste da drin? Einen Stinks und einen Weakness Potion. Okay, klingt in Ordnung. Außerdem haben wir hier zu hohes Gras und überall doofe Silberfische, die mich versuchen umzubringen. Das ist natürlich nicht so die beste Art von Menschheit. Oh, wir haben Zuschauer, da bin ich und das Flo, what the fuck?
Fisch? Wieso sind hier so komische Teile? Wieso gucken uns so viele Menschen zu? Ah, Mama! Warte mal, wir müssen jetzt weiter gucken, wo wir hingehen können. Und hier spawnen überall Menschen und böse Tiere, die ich eigentlich nicht mag. Kannst du mal bitte weggehen? Ich muss kurz deinen Spawner hier abbauen. Vielen Dank. So, dann haben wir hier nochmal ein Lever. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal hier hochgehen. Easy peasy lemon squeezy. Hier können wir den auch eben noch kurz abbauen. Dann können wir uns diesen Bone mitnehmen, der irgendwie Fire Aspect X gibt. Und das ist ein Durstlöscher. Aber Durstlöscher kommt halt eben nicht an Lidl-Wasser ran, so wie man das halt eben kennt aus den guten Filmen. Dann haben wir hier nochmal ein Terrain, was mit irgendwelchen Bäumen zu tun hat, wo ich mir jetzt auf jeden Fall nicht so sicher bin, was das hier bedeutet. Aber anscheinend gibt es hier böse Hexen, die nicht in der Lage sind, mit Tränken zu schmeißen, weil sie irgendwie dumm sind. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Aber wir haben jetzt schon den nächsten Lever. Ich bin mir jetzt irgendwie nicht sehr sicher, wie viele Knöpfe wir brauchen, aber ich werde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es vier gibt. Einmal den Silberfisch, einmal das da, einmal das da und einmal den Lava-Feuer-Dingster-Bumster. Dann hat er hier nochmal eine wunderhübsche Brücke gebaut. Kommt aber nicht an die Brücke von Spellstorm heran, die ich habe, ja. Weil ich habe nämlich die Brücke des Jahres in Spellstorm. What the fish? Wieso? Lol, wer schlägt mich denn hier? Hallo? Ach, du bist das. Du schießt die ganze Zeit. Ich habe gedacht, mich greift ein Silberfisch an. Boah, kannst du dich nicht mal melden? Guck mal, der hat mich fast runtergeschubst, ne? So, also easy peasy lemon squeezy. Hier kann man das Feuer nicht irgendwie ausmachen. Nein, natürlich nicht, weil wir sind ja hier in Minecraft Adventure Map. Warte, so, nochmal kurz raus, damit wir nicht anfangen zu brennen, bitte. Vielen Dank. So, hallo, kannst du mal bitte weggehen? Ich bin hier gerade dabei, Videos aufzunehmen. Ach, ich habe keine Zeit für euch Schleime. So, wir schauten da noch alles zu, irgendein Mädchen. Dann, oh, guck mal, Herobrine schaut zu. Und da sind ganz viele tolle Typen. Da bin ich und Flo, Alter. Und wir sehen da irgendwie so aus, als ob wir so ein Paar wären. Eigentlich mega gay, aber, ne, kann man halt eben nichts machen. Hat halt eben der gute Mappersteller gemacht. So, dann müssten wir wahrscheinlich jetzt hier hinkommen. 1, 2, 3, ein Drück-mich-Knöpfchen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass der Mappersteller hier vergessen hat, die Dings wegzumachen, die Schalter. Denn das ist irgendwie dumm, ja, weil eigentlich müsste ich ja die Schalter hier hin platzieren. Das ist aber daher, dass wir sowieso keine Wahl haben, müssen wir jetzt einfach die Schalter hier benutzen wahrscheinlich. Warte mal, was passiert hier? Hebel platziert, Hebel platziert, Hebel platziert. Ja, lol. Lol, what the fish? Der Mappersteller hat einfach vergessen, ne? Die Dings wegzumachen, die Schlüssel wegzumachen. Warte mal. Teleportation zu Boss Battle of Doom, das wird eingeleitet. Der Boss hat sich wohl alle drei, hat sich wohl in drei Lebewesen gesplittet. Töte sie alle. Okidoki, Akishoki. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwie alle töten. Wir haben Bone mit Fire Aspect 10. Ich bin mir jetzt irgendwie nicht sicher, ob das jetzt so richtig gut ist. Aber da unten haben wir tatsächlich den Bossgegner, den wir besiegen müssen. Scheint ganz cool zu sein. Coole Location mit ein bisschen Glowstone, Navarack Arena und ein paar Zombies und sowas. Aber daher, dass wir ja den MLG-Bogen haben, können wir einfach von einer wunderschönen, guten, intergalaktisch perfekten Position von hier oben einfach schießen. Mit den MLG-Bogen, ne? Easy peasy. Ihr kennt das ja, Minecraft Survival Games Profi und so, erklärt sich eigentlich alles von selber. Wir könnten theoretischerweise jetzt eigentlich auch was Spannenderes machen und irgendwie, wie soll ich sagen, also da runterspringen, jetzt gegen die kämpfen und vielleicht sogar verlieren. Aber daher, dass ich das nicht in Kauf nehmen möchte, wobei doch, dem letzten können wir jetzt nochmal auf den Popo geben. Hier, einmal den hier, einmal mit dem Bone draufschlagen, einmal mit dem Ritterschwert, easy peasy lemon squeezy, dann den 360 No Scope, den 360 No Scope, oh yeah baby! Und das war der 360 No Scope, perfekt. Da stehen jetzt, Story, da hat sich wohl bla bla bla. Schlussworte, wir bedanken uns fürs Spielen unserer Map. Wir möchten noch sagen, dass, dass die Map unsere erste war. Die meisten Comments, die wir verwendet haben und wir neu haben wir neu gelernt, wird unsere nächste Map noch besser, bla bla bla. So, okay, der Godmaster und der Rolus haben diese Map gebaut. Also Rolus war in diesem Fall Olaf und Godmaster war der Magier. Und ich bin halt eben Roman, so wie ihr mich kennt, ja. Falls ihr irgendwie einen YouTube-Kanal haben, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Bauzeit circa 3 bis 4 Tagen und der Test. Da war der Lumak und der Leox und ich natürlich, euer Aris Hadi. Ich hoffe, die Map hat euch gefallen. Nochmal ein Schlusswort an die Mappersteller. Es sieht auf jeden Fall so aus. Bitte schaut, dass ihr mir wirklich eine Map schickt, die nicht gebraucht ist. Das heißt, die Hebel, die ich eigentlich schon gefunden habe von diesen einen Teilen da, ist zwar ganz lustig gewesen, aber ihr habt vergessen, die Hebel wegzumachen und ein bisschen kleine Bugs waren dabei. Aber die Map war im Großen und Ganzen eigentlich relativ okay. Und ich bedanke mich natürlich, dass ihr sie gebaut habt. Und man sieht sich auf jeden Fall in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao!